willkommen zur Eröffnung der ersten Ausstellung in diesem Jahr in der Kubatur. Die junge Frau und das Meer mit Gemälden von Alina Huberenko. Da geht noch mehr. Die junge Frau und das Meer mit Gemälden von Alina Huberenko. Denn sie hat nicht nur bildende Kunst studiert, sondern auch Medizin. Im Jahr 2023 belegte sie den ersten Platz bei der International Juried Art Competition der Theravana Galerie zum Thema Wasser. Absolut angemessen. Bereits 2022 erhielt sie den Valentino Rothe und Renate Hellens Preis des Frauenmuseums in Bonn. Zu erwähnen, dass der Ausstellungstitel angelehnt ist an Ernest Hemingways Novelle Der alte Mann und das Meer. Doch wo Hemingways Titelfigur, der Fischer Santiago, erst mit dem vermeintlichen Fang seines Lebens, einem großen Marlin, kämpft und später unter Verschleiß diverser Waffen gleich mehrere Haie tötet, um seinen Fang zu verteidigen, hört Alina Huberenko den Fischen beim Singen. Das kam mit Illustrationen aus dem gleichnamigen Buch von Nicolas Mahler, das anlässlich von Franz Kafkas 100. Todestag erschienen ist. Und jetzt soll erstmal die Künstlerin selbst zu Wort kommen. Alina Huberenko. Ja, ich freue mich sehr, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Ich bin wirklich gerührt für das Interesse an Meer und an meiner Kunst. Und ich nutze jetzt mal die Chance und ich bitte alle jetzt ganz kurz zu lauschen. Aber ich wollte ein bisschen diese Atmosphäre des am Meerseins hier in den Raum bringen und ich mutmaße, dass jeder von euch eine besondere persönliche Erfahrung am Meer gemacht hat, besondere Erlebnisse, Erinnerungen mit dem Meer in Verbindung bringt. Und mein größter Wunsch ist, dass ihr wieder diese Emotionen